Ein Objekt kaufen, Expressdusche. Dann sollen die zwei beiden mal morgen zum Café gehen. Was haben wir da? Sam küssen. Ja, dann lassen wir das mit Thor erstmal weg. Soll sie Sam küssen? Einen einheimischen Sim kennenlernen. Ja, das tun wir vielleicht morgen, wenn wir ins Café gehen. Der Urlaub ist in einem Tag zu Ende. Ah, oh, stimmt, die haben ja nur 3 Tage. Wir haben 2 Tage in der Gruft verbraucht. Dann wollen wir den letzten Tag jetzt nochmal schön mal im Café genießen. Also ich möchte ja nicht unbedingt in der Gruft übernachten. Ich glaube, ich habe Besseres zu tun. Festhängen, das hingefunden. So, er muss jetzt gleich aufstehen. Was mit ihr? Na, sie steht später auf. So, guten Morgen, Sam. Hast du gut geschlafen? Dann geh mal duschen. Dann kannst du auch noch was essen. Mach dir mal was zu essen. Frühstück servieren. Nee, Frühstück essen. Pfannkuchen. Lieflina, Wagnisch, Tabani, ja, Stamba, du, Stilina, Lokla, Schamau. Woher weiß man, wenn man zu viel Sims gespielt hat? Man kann die Musik schon mitsingen. Corina. Ach, mit ihm müssen wir auch noch ein Umstyling machen. Nein, nein, nein. Man steht so auf gleich. Dann machen wir dasselbe mit ihr. Outfit Plan. Und dann kann sie nach unten. Dann soll sie auch nochmal einen Snack essen. Dann isst sie heute mal einen grünen Salat. Danach kann sie auch hochgehen, sich duschen. Geht sie aber in die andere Dusche, geht sie in die Dusche. Dann geht sie da nochmal aufs Klo. Und dann gehen die zwei beiden dann zum Café. Wer singt da? Ah, ich wollte sehen, wer da singt. War das die dicke Frau da in der Ecke? Nein, die ist nicht dick, die ist ein bisschen füllig. Snar, Kuschla. Kuschla. Dum, dududum. Dum, 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 dum. Rafia. Läuft sie mit so einer Weste und einem Rock rum? Ach nee. Aber nichts Schöneres? Geht doch. Oh, das geht. Dann noch andere Schuhe wieder mal. Mit denen. Zeig ich mir die Schuhe. Ja, damit kann man rumlaufen. Vor allem mit den Ohrringen dann noch dazu in die Gruft gehen, immer sehr schön. Ja, so. Sie hat sich jetzt umgezogen. Das heißt, sie geht jetzt einmal sich was zu essen machen. Unser Sam müsste jetzt gleich fertig sein mit Essen. Ist er auch? Dann soll er mal... Wer ist denn das? Gehört die zu uns? Nee. Dann begrüßt die mal charmant. Wir sind ja auch schließlich in Frankreich. Das 6. Mal, schon gesagt. Morgen, Schatz. Tschüss, Schatz. Hallo, dicke Zoe. Meine Güte, ist die dick. Gott, ist die
dick. Hallo Zoe. Otazafu ubaza. Wu. Membles mamu Lucy. Phoebe Tichi. Zoe. Bring mir bitte ein Lied, aber Jitem am besten. Dann kann ich das meiner Freundin bei. Kann ich meiner Freundin was vorsingen. Ja, erst einmal erzähle ich dir was von Geld, weil ich hab so viel. Ich hab 20.000, weißt du. Oh, das ist aber toll. Ich bring dir jetzt bei zu singen. Ja, schon nah dran. Wenn ihr wüsstet, wie ich jetzt hier vorsitze mit einem offenen Mund und denke mir, ouch. Also wenn er will, kann Sam ja wirklich singen. Wenn er will. Und wessen Telefon bimmelt hier schon wieder? Penelope, ist das deins? Ja, natürlich ist das Penelope's. So, alles klar. Dann werden die zwei beiden jetzt nochmal eine kleine Gruppe gründen. Dann machen wir am besten jetzt eine Verabredung raus. Penelope, dein Handy geht mir auf den Geist. Dann geh doch einfach ran. Nein. Ich ignoriere das jetzt einfach. So, Penelope. Gestern und vorgestern waren wir in der Gruft. Gehen wir jetzt zum Café. Ja, da wollte ich schon immer hin. Französische Kaffee soll lecker sein. Ja, dann sollen sie das mal austesten. Wo ist denn hier ein Kaffee? Wo gibt's hier Kaffee? Wahrscheinlich auf dem Markt, ne? Was haben wir denn da? Kramladen? Café Cantina. So, mit Verabredung Grundstück besuchen. Oh, haben sie sich wieder geküsst und wir haben es nicht gesehen. Egal, die küssen sich schon oft genug. Warum guckt er immer so komisch? Immer so mit den Augenbrauen hochgezogen. So kann ich auf Dauer gar nicht gucken, dann kriege ich Kopfschmerzen. Jip, jip. Wumm. Schon sind wir da. Ja, also, meine Freundin und ich, wir hätten gerne ein, Kaffee. Essen kaufen. Schönen guten Tag. Haben Sie etwas zu essen oder Kaffee für uns? Wir sind extra hier gekommen, um Kaffee zu trinken. Ach, ihr seid Ausländer. Nee, nee. Ihr gehört hier gar nicht hin. Geht zurück auf eure Insel. Ja, was nehmen wir denn? Sollen wir die Vollen greifen? Nee, das können wir selber kochen. Fruchtpastete? Crepe. Nehmen wir was ganz normales Crepe. Bitte zwei. Ich möchte noch ein Crepe. Dann soll sie ein Crepe kaufen dann für sich. Na. Ah, tut sie schon. Dann holt sie sich auch ein Crepe. So, kochen lernen? Nee. Kein Jammen. Und nach Hause zurückkehren. Was soll denn das? Schon wieder. Ach Mensch, Leute. Setzt euch gefälligst richtig hin. Setzt du dich jetzt dahin? Nee, du lässt das jetzt erstmal stehen. Du setzt dich jetzt... Ach nee, du bist ja schon richtig. Scheiße, falsch geklickt. So, setz...
Ah, verdammte Hacke. So. Nee, du isst die jetzt nicht. Sie soll die essen. Crepe essen. Und du setzt dich jetzt gefälligst auf den Stuhl. Und zwar zackig. Setz deine drei Buchstaben dahin. Und hör ihr zu, wenn sie redet. Wow. Jetzt habt ihr ja eine Menge gesprochen. Ja, alles klar. So, wann müssen sie denn jetzt nach Hause? Urlaub ist in 12 Stunden zu Ende. Klar, sie wäscht erstmal im Café selbst ab. Alles klar, soll sie machen. Was soll das? Denn hier oben ist ja nichts. Wollen die noch irgendwo hin? Ach, Nektarium besuchen. Ja, dann machen wir das schnell, bevor es vorbei ist. Ich glaube, das müsste das Nektarium sein. Nee, La Galerie d'Art. Wo ist denn das Nektarium? Was ist das? Ach, ist einfach nur ein Haus. Oh, Heißluftballon. Das schaut mir aus wie das Nektarium. Nee, Chateau de Langrab. Nektarium? Ja, geht doch. Alle guten Dinge sind drei, beim dritten Mal gefunden. So. Yay, wir haben das Nektarium besucht. So, können wir was im Nektarium machen? Wir können eine Flasche Nektar kaufen. Kaufen wir mal was. Noch haben wir genug Geld und nach dem, was wir hier alles eingesammelt haben, können wir auch eine Menge wieder reinholen aus dem Geld. Wauda. Duo, Squirtle. Squirtle. Das hört sich aber Squirtle. Ja, greif mal in die Vollen hier. Ah, da kannst du selber machen. Melor Weintraube Plasma Frucht. Dann kaufen wir mal eins davon. Objekte kaufen. Yay! So. Ach, sie. Ach nee, jetzt braucht nicht alles unser Nektar hier. Ach so, du probierst noch. Okay, ich dachte, du machst jetzt unseren eigenen Nektar, den wir alles eingesammelt haben da. Nein, du gehst nicht nach Haus. Ja, sicher. Klaut uns einfach den letzten. Was liegt denn da? Was bist denn du? Ist das ein Napoleon-Zwerg? Magischer Gartenzwerg Kleiner Leon. Aha. Ja, egal. Nehmen wir mit. Können wir verkaufen. So, jetzt habe ich schon gedacht, das wäre so ein Ding, wo man den Arm reinstecken kann wieder. So, eigenen Nektar herstellen können wir nicht, weil... Weil, because of, wir haben keine Früchte. Kuslu! So, bist ja immer noch arbeitslos. Ja, der Sam ist ja immer noch arbeitslos. Was soll er denn jetzt endlich mal arbeiten, wenn er nach Hause kommt mit Penelope? Die Penelope, die soll sich selbstständig machen. Ich hatte überlegt mit ihr vielleicht, dass sie Autorin wird, sprich also Bücher schreibt. Was soll er denn machen? Soll er wieder eine Traumkarriere machen oder einfach was stinkelangweiliges, weiß ich nicht, Bürojob oder so irgendwas, was Penelope jetzt im Moment tut? Schreibt's einfach mal in die Kommentare, was er da machen soll. Und so langsam aber sicher soll sie ja auch mal, denke ich mal, eine kleine Familie gründen, oder? Ich meine, der Stammbaum muss weitergereicht werden. Penelope wird bald schon erwachsen. Ha 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 ha.
Er schnappt sich erstmal. Ja, ja, klar. Klar. Ja, das kann ich auch. Ach so. Kann ich jetzt nur durchgucken. Ich dachte, er schnappt sich jetzt schon irgendwas da. Seid doch mal ehrlich, das hat er voll ausgesehen, als ob er das geklaut hat. Naja, egal. Oh, es geht sogar noch eine Etage tiefer. Oh, wir haben sogar hier Gruften drinne. Ja, aber dafür haben wir leider keine Zeit mehr, weil in ein paar Stunden müssen wir schon wieder nach Hause. Ah, Mann, oh. Ist doch Käse. Ja, wo ist Penelope hin? Penelope hat sich auch nach unten verkrochen. Sehr toll. Was macht sie jetzt? Ah, sie trinkt. Nektar, Pflaume, Graladina, Weintraube. Was zum Teufel ist Graladina? Na, das hört sich an wie ein Name. Naja, egal. Er trinkt jetzt auch wieder was. Gehst du jetzt nach unten dafür? Nein, du gehst zu deiner Freundin. Ach, das wird aber auch mal Zeit, dass ihr zusammensitzt. Zusammensteht. Zusammensteht. Penelope, du bist mir im Weg. Ist mir egal, ich trinke jetzt. Jui! Nektar trinken macht Spaß. Das kann ich jetzt so gar nicht nachvollziehen. Eigentlich. Okay, Nektar ist ja auch was anderes als Alkohol, ne? Nee, du holst jetzt nicht noch mehr Nektar. Gleich musst du schon wieder aufs Töpfchen. Nötig. Da haben wir es schon. Zuckerschub. Mit ein klein wenig Zucker sieht die Welt gleich wieder anders aus. Hui! So, du hast jetzt auch genubbelt hier. So, wenn du jetzt auf dem Klo warst, dann geht's nach Hause. Mann ey. So viel trinken kann doch kein Mensch alleine. Was mich ein bisschen stört hier an diesen Reisezielen, dass man hier auch keine Jahreszeiten hat. Es ist durchgehend Sommer. Ja, okay, sicher. In Ägypten ist es ziemlich schwer, Schnee hinzukriegen, aber man kann wenigstens Frühling oder Herbst oder einfach wirklich Sommer dann hinpacken. Und das hat man hier leider nicht in diesen Räumen. Habe Post gekriegt. Nein. An die Hand genommen werden. Du wolltest ihn ja noch küssen, Penelope, dann küss ihn auch. Anubsurpi, Juba Usa Snurla, Tulash Ansi. Karas. Yasi. Oma Set. Was hat Oma gesagt? Oma Set? Yay! Plaudern. Ja, dann plauder mal ein bisschen mit ihm. Plaudern. Kulash, wieso fängt sie denn jetzt an, wie ein Nerd zu reden? Luke, naja. Ja, Laufbänder sind toll. Ich habe zu Hause, haben wir ja zwar keins, aber dafür haben wir eine Hebebank. Ja, so mit Hanteln und so, weißt du? Ja, ich weiß, ich wohne da schon länger als du. Und joggen kannst du da auch bei uns, weißt du? Ja, wird Zeit, dass wir wieder nach Hause fahren. Du musst ja immer noch aufs Klo. Ich dachte, du bist vorhin gewesen. Was mit dir? Ach, du wirst nur langsam müde. Dann machen Feuer an. Zub, Jahani Mas. Abli. Harfu harf. Awabazab. Kadub, Pop. Sound adaptu. Svadamu, Bazida, Bay. Got Bartupula. Wenigstens wäscht sie sich die Hände. Macht auch nicht jeder Sinn. La, Pudana Taka. La, Mior.
So, jetzt ist er schon Level 6. Jetzt will er sich noch was dazu verdienen. Meine Güte. Also die Goldfields sind ja ganz schön geldsüchtig, so wie es aussieht. Ein letztes Mal klimpern, bevor es nach Hause geht. Damit die Franzosen hier auch ein wenig Inselmusik bekommen. Und es scheint sie zu freuen. Wer bist denn du? Ach ja, du bist ja die Hester. Hester, halte dich away von Penelopes Mann. Die sind jetzt verheiratet, du kannst da jetzt nichts mehr tun. Ja, genug gesungen. Könnte man theoretisch stundenlang sich anhören bei mir. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sorry. Ein Feuer brennt! Ein Feuer brennt! Oh Hilfe! Oh Himmel! Oh Hölle! Ach du Himmel! Ach du Hölle! Komm Sam, du kannst das Feuer ausmachen! Du kannst das... Oh nein, du wirst gleich eingefecht! Da kommt noch ein kleines Feuerchen! Hilfe! Penelope, hilf ihm! Komm, ihr beide, ihr könnt das. Hilf deinem Mann, bevor er verbrennt. Ach du Scheiße. Lösch die Flammen. Da ist ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau. Was bist du? Holla. Penelope Goldfield war in den Flammen eines Feuers eingeschlossen. Nee, das war eher Sam. Sam war mehr eingeschlossen. Meine Güte, das war ja... Holla, holla, weh. So, dann geht ihr beide wieder schlafen. Ich glaube, das ist euer Bett da. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ihr müsst sowieso wieder mitten in der Nacht aufstehen, weil ihr mit nach Hause fahren müsst. Und zu Hause müssen wir euch wieder umziehen, weil dann seid ihr ja wieder auf der Insel. Wahrscheinlich kommen die jetzt nicht ins Bett. Feuerwehrmann. Sam als Feuerwehrmann. Hieß der nicht auch Sam, der Feuerwehrmann? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Feuerwehrmann Sam war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Auch nicht schon wieder. Komm, ein Feuer reicht. Soll sich jemand anders diesmal drum kümmern? Himmel. Da machen wir einmal den Kamin an und sofort ist überall Feuer, Mensch. Oh!
Meine Güte, es werden ja immer mehr Leute hier. Und mit einem Schlag sind sie alle verschwunden. Ah, Nufweeb. Warum hackt das jetzt so? Oh, die Flapsal ist aber ziemlich runtergegangen jetzt. So, geht ihr jetzt wieder ins Bett? Danke. Du gehst jetzt auch wieder ins Bett. Und wehe, das Ding geht schon wieder an. Der Ausdruck ist beendet. Ja, jetzt kannst du es scheißegal sein, ob da jetzt was brennt oder nicht. Nach Hause reisen. Ja, das war dann unser kleiner Ausflug nach Frankreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert, wenn ihr überhaupt nichts verpassen möchtet. Beziehungsweise ihr solltet möglichst nichts verpassen. Deswegen abonniert am besten. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.